Hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass euch dieses Video einschalten. Und mit diesem Video möchte ich gerne 8 Wahrheiten über den Körper, das Wesentliche ist die Musik. Wahrheiten über den Körper, das Wesentliche ist Musik. Erste, der Körper ist grundsätzlich aus Gesundheit ausgerichtet. Es liegt in seiner Natur. Alle Körperzellen mit Ausnahme von zentralen Nervensystem und Herz erschaffen sich im Laufe des Lebens mehrfach neu. Alle 7, 10 Jahre hat der Mensch einen fast neuen Körper. Erfreulich, ne? Zweite, dein Körper ermöglicht dich zu erfahren, was Leben ist. Der Körper drückt aus, was in uns ist und was von außen auf uns wirkt, mit dem Ziel, eine flexible Stabilität im Leben zu halten. Der Körper ist ständig bemüht, auch zu balancieren. Dabei reagiert er auf innere und auf äußere Begebenheiten und dann mit dem Leben. Ist das nicht schön? Dritte, der Körper hat die Fähigkeit, sich selbst zu heilen. Erfreulich, ne? Jeder Mensch hat einen inneren Heilplan, der sich immer am gesunden Potenzial orientiert und nicht an den krankhaften Defizierten. Vierte, der Körper hört nicht am Ende der Hauf auf. Er besteht auf einem festen strukturellen Körper, einem überflüssigen fließenden und einem strömenden energetischen Körper. Der Körper ist keine feste Struktur, sondern besteht aus vielen kleinen Teilchen, die in permanenten Schwingung sind, die sich an eine strukturelle, flüssige und energetische Mittellinie orientieren und von ihr zusammengehalten wird. Sechste, dein Körper ist Musik. Jede Schwingung produziert einen Ton. Der Körper klingt, ist einmalig, ne? Und alles, was dich umgibt, ist Musik. Jeder Körper erhält seine Einzigartigkeit und Eigenschaften durch das Muster und die Frequenz der Schwingung. Durch die Bewegung der Teilchen entsteht Lebendigkeit und Gesundheit. Gesundheit ist individuelle Bereiche, wo die Teilchen nicht frei schwingen können und nicht vor der Lebenskraft der Mittellinie durchströmt werden krank. Achte, intuitive Menschen können die Musik einer jedem Wesen hören und sind in der Lage, mit gefühlten Gedanken Energie zu bewegen, die auch Körperstruktur bewegen. Deswegen funktionieren Osteopathie auch virtuell.
Wenn ich den menschlichen Körper betrachte, bekomme ich leuchtende Augen und staune über so viel natürliche Intelligenz. Er steckt voller Wunder. Von Herzen, Tanja Fuchs. Also das ist ein unglaublicher Bericht, damit unsere Körper mehr erkennen. Und wir lassen einfach unsere Körper schwingen, Musik, tanzen, Freude haben. Also, wenn du traurig bist, wenn du energielos bist, wenn du verstehst nicht, warum bin ich so schnell Energie verlieren ist, wenn du spürst, dass du viel Stress hast, denn irgendwas stimmt nicht in mir, dann meldet man einfach bei mir und wir können auch zusammen schauen, was ist in dir los. Wir können auch kommunizieren mit deinem Körper, fragen, was los ist, und dann können wir die Blockade löschen durch verschiedene Techniken. Das gibt so viel Möglichkeit. Also trau euch, ruf einfach an. Ich bin für euch da. Alles, alles Liebe. Euer Min. Also wenn ihr möchtet, dann kann euch die Video weiter teilen. Ich freue mich auf dich. Alles, alles Liebe. Hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig,